die ganze alpine Welt trägt das Mysterium in sich, weil sie sehr intensiv ist. Im Wetter, in den Jahreszeiten, unsere Winter sind Winter, unsere Sommer sind Sommer. Aber ich glaube, die Elemente sind da sehr definiert und sehr intensiv. Und das macht natürlich auch eine gewisse Exotik aus. Starten mit dem Winter ist natürlich kalt, viel Schnee und lang. Der Frühling, das ist das Erwachen. Was im Frühling fantastisch ist, dass Blumen durch den Schnee durchsprießen. Sommer kommt schnell, ist in der Regel auch zu schnell wieder vorbei. Aber durchaus intensiv. Herbst. Herbst ist melancholisch. Für mich die schönste Jahreszeit. Es gibt natürlich Orte, wo es viel länger Sommer ist, wo es wärmer ist und wo man im Winter nicht so mühsame Zustände haben auf der Straße. Aber das ist, glaube ich, das, was es ein bisschen ausmacht. Auch die Härte von dem Gebiet hier. Und das ist wirklich etwas, wo mir liegt und was ich gerne habe. Also mit dem Dialekt an gehört man ja, ich bin nicht hier auf dem Kanton Uri von der Göschener Alb. Und wir sind mit der Familie, wo ich noch ganz, ganz klein war. Also die Mutter war schon schwanger, so also klein. Sind wir schon hier hoch in die Ferien, der von der Mutter, die Schwester. Und dann sind wir als kleine Hosenknöpfe sind wir hier oben gewesen. Und der Vater bei mir musste aufstehen, morgen früh. Und dem Vorgänger von diesem Betrieb, dass ich mitgehen melken gehen. Und ich war immer fasziniert von Geissen. Und ich habe dann ziemlich gleich gesagt, ich will wieder da hoch und habe dem vorherigen Eigentümer einen Brief geschrieben, weil ein Geissbub darf hier helfen kann. Und mit 10 habe ich dann die ersten Geissen bekommen. Nach langem Müden und Brüllen habe ich die ersten Geissen selber zuhause haben. Und aus 2 sind jetzt irgendwie knapp 100 geworden. In der Ostschweiz, wo ich herkomme, ist es mir einfach irgendwie zu flach. Da gefällt es mir viel besser. Und ja, ich hoffe, ich kann noch lange hier bleiben. Ja. Ich habe Landwirtschaft studiert und da hat es mich einfach gepackt, auch mit dem Käse. Ich habe nebenbei noch Käse verkauft während dem Studium. Und daraus wurde einfach immer mehr eine Leidenschaft, bis ich dann selber angefangen habe zu käsen hier und da. Und ja, nach dem Studium hatte ich Zeit und habe gesagt, hey, ich will auf die Alp. Gesagt, getan. Und jetzt mache ich quasi schon den dritten Sommer Käse hier. Christian ist war 2 Jahre lang mein Chef und daraus wurde letzten Herbst mein Freund. Und ja, seitdem machen wir hier alles gemeinsam. Ich weiß, dass Christian die Geißen sehr viel bedeuten. Also er sagt auch immer, für ihn kommt die Geißen an erster Stelle und danach die Frau. Aber ich selber mag die Geißen ja genauso. Also wir haben sehr wenig Zeit füreinander. Der Vorteil ist, wir arbeiten beide am gleichen Ort. Aber die Zeit
kommt sicher ein bisschen zu kurz füreinander. Wie ist jetzt zum Beispiel ein anderer, der am Morgen ins Büro läuft und am Abend wieder raus und seine 8 Stunden stempelt und nachher hat er eigentlich den Rest des Tages für Familie oder Hobby. Und da ist eine Art Hobby und Beruf alles ein bisschen vereint. Ja. Der Tagesablauf ist sehr vielseitig hier oben. Da kommt auf die Jahreszeit ein bisschen drauf an. Im Herbst oder im Sommer oder im Frühling, Winter ist sehr abwechslungsreich. Im Sommer fängt der Tagesablauf am Morgen um 3 Uhr an für die einen, je nach Personal, das wir haben. Und für die einen fängt er erst um 6 Uhr an und aufhören tut er recht lang, nachdem es dunkel ist. Ja. Im Moment arbeite ich nicht so viele Stunden pro Tag wie im Hochsommer. Jetzt sind es vielleicht irgendwie um die 14 Stunden rum. Im Sommer könnten da schon 16, 17 Stunden sein pro Tag, wo man wirklich Arbeitszeit hat, das Essen nicht mit einberechnet. Ja. Die Göschner Alb ist für mich eigentlich ein besonderer Ort, weil er für mich was von Ruhe ausstrahlt, gleichzeitig aber auch von unwahrscheinlich vielen Möglichkeiten. Sag mal persönlich, sich da irgendwie auszuleben, das finde ich einfach wunderschön. Also es gibt immer wieder Momente, wo ich sage, ja, das war das Beste, was ich je gemacht habe. Genauso wie es Momente gibt, wo ich denke, oh, warum habe ich das nur je gemacht? Aber es überwiegt einfach, dass ich mich wahnsinnig freue, hier sein zu können.